Am 27. August besuchte Lea Sophie Friedrich Schwerin. Die deutsche Bahnradsportlerin gewann gemeinsam mit ihrer Teamkameradin Emma Hinze Silber bei den Olympischen Spielen in Tokio. Im Beisein von Oberbürgermeister Dr. Rico Badenschier trug sich das Ausnahmetalent in das goldene Buch der Landeshauptstadt ein. Im Sprint war es sehr, sehr knapp bis zum Gold. Am Anfang waren wir enttäuscht, weil das Gold so zum Greifen nah war. Letztendlich haben wir uns nachher riesig gefreut über die Silbermedaille, womit wir auch eigentlich am Anfang gar nicht gerechnet hätten. Aber wir können echt zufrieden sein und haben unsere persönlichen Bestzeiten gefahren und konnten das Beste abrufen. Und es gab Höhen und Tiefen, sage ich mal, bei Olympia. Und ich denke, im Großen und Ganzen können wir zufrieden sein, dass wir mit einer Medaille nach Hause gegangen sind. Eine Medaille für den Bahnradsport zu holen für Schwerin ist auch wirklich für unsere Stadt und für unseren Olympiastützpunkt wichtig. Wir planen ein Bahnradzentrum zu bauen. Und die Entscheidung, Fördermittel vom Bund und vom Land zu bekommen, hängt auch immer mit sportlichen Erfolgen. So ist das Sportfördersystem in Deutschland. Sodass das jetzt hier nicht nur ein Punkt ist, wo wir als Stadt stolz auf unsere Sportlerinnen und Sportler sein können, insbesondere auf Lea Sophie Friedrich, sondern wo es auch wirklich einen nachhaltigen Effekt für uns hat, dass wir unseren Olympiastützpunkt halten und Infrastruktur schaffen können. Lea Friedrich wurde 2017 als Sportlerin des Jahres von Mecklenburg-Vorpommern geehrt. Diese Auszeichnung erhielt sie 2 Jahre später erneut. Auch abseits des Sports ist sie aktiv. Nachdem sie ein duales Studium bei der Bundespolizei absolviert hatte, wurde sie im Februar 2021 zur Polizeimeisterin ernannt.